Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest und heute mal den PC Building Simulator. Und wir starten das Spiel, neues Spiel, Werkstatt auswählen. Einmal dieses Racer Zimmer oder einmal dieses Standard PC Zimmer. Wir nehmen das Standard PC Zimmer. Ich habe das DLC vom Racer Zimmer noch nicht gekauft. Gehen wir jetzt erstmal rein. Vielleicht kennt ihr den Simulator? Ich weiß es nicht. Setze dich zunächst an deinen PC, direkt hinter der Tür und öffne die E-Mail-Anwendung auf dem Desktop. Du hast Post. Aha. LOL. LOL, das ist mein Monitor. Yo, wie haben die das gemacht? Die haben es geschafft, meinen Monitor hier hinzutun. Das ist auch mein Kalender. Das ist meine Tastatur. Ne, das ist keine Rocket. PC ist auch falsch. Krasser Kack, ey. Heftig, die haben einfach meinen Monitor geschafft. Und hier ist die Box. PC aufnehmen. Anklicken. Was muss ich jetzt jemand machen? Okay, dann kann ich bauen. Das ist noch ein alter. Ah, PC platzieren. PC lädt Betriebssystem Viren beseitigen. Nicht angeschlossen. Okay. Bei diesem Auftrag musst du einen Virenscanner durchführen. Drücke 3 oder bestätige die Kabelschaltfläche. 3. Und schließe Monitor, Tastatur und Tester an der Rückseite des PC an. Jo, mach ich. Okay. Ah, man muss also jetzt Sachen am PC einbauen. Ah, okay. Muss was entfernen. Gehäuseteil deinstallieren. Kabel. Okay. Wie geht das jetzt? Ach hier. Ah, guck mal. Du musst die Kabel erstmal hier dran machen. PSU-Kabel, die Grafikkarte anschließen. Und das letzte Kabel, die Hauptplatine. Da muss ich etwas entfernen. Kann man auch hier, das Coole ist, man kann halt die Sachen hier auch ausbauen. Und hier zack, zack, kann man das hier wegmachen. Irgendwie wegkriegen. Kann hier was machen? Nee. Was wollte ich denn jetzt machen? Hier kann man noch drauf drücken. Ah. Jetzt habe ich das Gehäuseteil deinstalliert. Jetzt muss ich etwas entfernen. Abtrennen, ADE abtrennen, Gehäuseteil deinstallieren. Bin ich im PC drin, im PC Inneren bin ich gerade drin. Muss ja noch irgendwelche Schrauben rausmachen. Ah, Hauptplatine abtrennen, Hauptplatine, Gehäuseteil deinstallieren, HDD abtrennen. Und hier noch. Grafikkarte deinstallieren. Okay. Haben sie gut gemacht. Gefällt mir sehr gut, der Simulator. Da lernt man auch viel über seinen eigenen PC. Sehr gut. Die ganzen Sachen, die hier drin sind, kannte ich jetzt gar nicht. Prozessorabdeckung öffnen. Wo muss ich denn jetzt nochmal? Ah, hier. Ah, muss ich auch noch abnehmen. Oha. Virenscanner installieren. PC einschalten. P. Ah, okay. Muss ich auch alles noch rausnehmen? Öffnen wir das erstmal. PSU deinstallieren. Auf jeden Fall kann man hier vieles machen. Ist ein guter Simulator, kann ich euch empfehlen. Kann hier alles Mögliche rausbauen. Muss dann die PCs reparieren. Fällt mir sehr gut, der Simulator. Also, ich würde es euch empfehlen. Kostenpunkt, ich glaube. Maximal 10 bis 20 Euro müsste der noch kosten. Aber sonst ist das echt ein geiler Simulator. Auch cool, dass sie meinen eigenen Monitor hier haben. Finde ich auch nice. Das ist mein eigener Monitor. Das ist mein echter Monitor, den ich auch gerade benutze.
ist richtig cool. Also Leute, holt euch das Spiel gerne. Schaut euch das einfach mal an. Ich würde es euch empfehlen, wenn ihr so PC-Spezialisten seid oder ihr PC-Genies seid, dann wird euch das Spaß machen, PCs auszubauen, PCs aufzurüsten und so. Dann würde ich es euch empfehlen. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Aufnahme. Man sieht sich dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön an die letzten Aufrufe, das war richtig korrekt. Und Dankeschön an die letzten Kommentare. Ich würde sagen, Leute, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das extrem gut gefallen hat. Und ihr könnt gerne auf Discord joinen. Der Link ist in der Videobeschreibung, man sieht sich. Ciao. Tschö, schönen Tag noch. Ciao.